Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir wollen hier gemeinsam spielen. Heute fahren wir wieder unseren wunderschönen Euro Truck Simulator 2 auf dem Weg zur Weltherrschaft mit dem LKW. Haben jetzt unsere zweite Ladung mit unserem eigenen LKW erledigt. Nee, es müsste jetzt die zweite Ladung sein. Die zweite Ladung mit unserem ersten eigenen LKW. Sind gerade in Ostrau. Mal gucken, wo wir hinfahren. Ich würde sagen, viel Spaß beim Video und ab auf die Autobahn. Hervorragend. Okay, wir könnten mal Auftragsangebot einen World of Trucks Auftrag machen. Von wo sind wir denn? Ostrava, Ostrau sind wir, ne? Genau. Zugachsen. 12.000. Nach Österreich runter. Das klingt doch gut, oder? Ich würde sagen, wir bringen mal Zugachsen nach Österreich. Einen wunderschönen guten Abend. Ich würde sagen, wir fahren mal Zugachsen nach Österreich. Das klingt doch gut, oder? Ach, ich muss das Spiel wieder neu starten. Oh, verdammt. Ich muss das Spiel wieder neu starten. Er erkennt den Tracker ja wieder nicht mehr. Ach, so was Doofes. Die Technik, die Technik. Schön. Ja. Das ist natürlich schon mal wieder scheiße. Zack. Du sollst das nicht synchronisieren, du sollst einfach sterben. So. Das ist ja wieder blöd. Da muss ich das Spiel wieder neu. Das ist doch wieder doof. Naja. Zack. Leider ist irgendwie. Ich weiß auch nicht. Einige Spiele können das Hot Plug, dass ein Tracker er während der Fahrt einstöpselt. Aber. Ich weiß nicht, ob das auch an der Tracker-Air-Software liegt, dass es nicht funktioniert, aber naja. So, mal gucken, ob mein No-Intro-Dings. Ah, sehr schön. Kein blödes Intro. Herrlich, 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 herrlich. So wollte ich das haben, so und nicht anders. Muss natürlich ein bisschen laden, das dauert eben ein paar Minütchen, ne? Aber sollte gleich funktionieren. Road to the Black Sea könnte. Ja, ich hoffe mal, dass das Pro-Mod sich bald mal auf das DLC erweitert. Dann könnte ich auch mal Road of the Black Sea zocken. Oder Road to the Black Sea, sorry. Aber das ist, glaube ich, im Moment noch nicht drin. Ich weiß gar nicht, ob der Mod überhaupt. Ja. Ach, ganz, ganz gut, ganz gut. Ich habe gut zu tun noch nebenbei. Der Sturm hat unsere komplette Salinschüssel so schief gehauen. Ich hab halt, musste, durfte heute erstmal auf dem Dach rumklettern. Schon mal einen neuen Halter angebaut. Aber ansonsten geht's bestens. Ein bisschen verkatert von gestern, wobei jetzt nicht mehr, aber ja. Und selbst. Zopfgummi ist da. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er den Auftrag automatisch wieder reinlädt. Oder ob ich den nochmal neu. Ich wollte eigentlich nicht, dass er den synchronisiert. So. Okay. So, Tracker, er geht wieder. Da ist unser Auftrag noch drin. Zugachsen von Ostrau nach Graz. Würde ich sagen. Abfahrt. Das Spiel enthält nicht autorisierte Modifikationen. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß es doch. Zwölftausend. Ich finde es ja schön, dass man die World of Trucks Aufträge überhaupt machen kann, obwohl man ein gemoddetes Spiel hat. Das ist eigentlich auch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, meiner Meinung nach. So. Ich stehe da. Und muss da hinten hin. Alles klar. Okay,
Here we go. Okay, here we go, my friend. Wo ging's denn da hinten jetzt raus, ne? Aufträge habe ich nicht dabei? Nein, gut. Turn left. Ach. Keep right and then turn right. Turn right, yes sir. Turn right. Das ist rot. Ich kann nicht right turn, my friend. Der Tanklaster sah auch ganz schön vergammelt aus. Auf geht's. Keep right and then keep turn right. Right. And then turn right. Okay. Ach, da vorne wieder rechts. Okay. Turn right. Turn right. Hier rein? Okay. Ist das nicht die gleiche Hütte, nur von der anderen Seite? Here we are. Safe and sound. Da steht er. Oder? Ich glaube, die Achsen sind auf dem rechten, auf den ich gerade drauf zufahre, ne? Oder? Oder nicht? Doch, da sind sie. Sehr schön. Stehe ich so schief? Ach du Hilfe! Wo ist der Auflieger hin? Da! Scheiße! Ich sehe ja gar nichts. Da ist er. Also normalerweise versuche ich ja immer von innen aufzusatteln, aber... Da triffst du ja nicht bei der Dunkelheit. Das war nix. So. Das hat aber gesessen, oder? Nicht? Verdammt. Ich habe das Gefühl, dass die Erkennungszonen von dem Aufsatteln für Fortgeschrittene nicht gut sind. Zumindest nicht mit den... Also gefühlt würde ich sagen, dass ich jedes Mal den Königshafen treffe. Deswegen, das schalte ich jetzt mal aus. Boah, Filmsequenzen zeigen. Boah, keine Filmsequenzen. Ja, doch, lassen wir drin. Das machen wir mal raus hier. Weil. So. Okay. So, jetzt kann ich auch blind von innen aufsatteln. Ready to roll. So, Blinker aus. Ready to roll, auf geht's. Achso, Licht noch wieder an. So, mal gucken, was wir da geladen haben. Ans Licht fahren hier. So. Zwei Drehgestelle mit je zwei Achsen. Und eine Kiste. Ah, das geht von der Last her. Meine, Turn left. So eine Achse wiegt ja. Oh, die wiegt schon eine Tonne. Die sind nicht leicht, die Dinger. Get ready to turn right. Aber. Turn right. So ein, ja, ich hab mal so einen Transporterfahrer getroffen. Der sollte auch bei uns zwei Achsen für einen Autotransportwagen abliefern. Ja.
sag, wo ist denn die zweite Achse? Ja, die liegt da hinten drauf. Da hatte der auf so einem kleinen Transit. Ich glaube, es war ein Transit und es war kein großer Transit, also keiner mit Doppelbereifung hinten. Hatte der zwei Achsen für einen Güterwagen drauf. Also mit Bremsen ist da nicht mehr viel. Aber gut. War wohl günstig. Das ist das Navi. Der Euro Truck Simulator hat seit 1.35, 1.36 hat der Euro Truck Simulator eine Navi-Stimme. Und du kannst sie auch personalisieren. Du kannst, es gibt eine deutsche, es gibt zwei deutsche, eine männliche, eine weibliche, die fand ich aber blöd. Es gibt zwei amerikanische, also auch männlich und weiblich, zwei britische. Da gibt es diese und dann gibt es noch irgendwie eine. Und ich finde, er klingt einfach, ja, der gefällt mir. Die Stimme, die gefällt mir. Den finde ich cool. Also das hat was. Funktioniert nicht immer so ganz so gut. Ich finde den witzig, den Typen. Nervig? Nein, das ist doch nicht nervig. Das ist schön. Turn right. Keep right. Okay. Also die anderen sind schlimmer. Also, ja, der ist gewöhnungsbedürftig, da gebe ich dir vollkommen recht. Exit now. Aber die anderen Stimmen sind halt, ja, weiß ich nicht, die sind langweilig. Ich finde die doof. Ich könnte auch einfach nach dem Navi fahren, aber ich finde das ganz schön, wenn er mir ab und zu mal ein bisschen was erzählt. Finde ich nicht schlecht. So, eben mein Display umstellen, dass ich die Tempomatgeschwindigkeit sehe. So. Wo fahren wir denn überhaupt hin? Was haben wir gesagt? F4. Wir fahren nach Graz mit Zugachsen. Und es geht bergauf. So, nochmal das Navi ein bisschen kleiner machen. Wir sind jetzt ja auf der Strecke. Tja, es ist dunkel, man sieht so gut wie gar nichts. Ich habe auch noch Licht an, ich sehe noch weniger hier. Aber wann müssen wir denn wieder Pause machen? 7 Stunden, ach gucke mal. Wir brauchen 5 Stunden bis Graz, also fahren wir durch. Würde ich sagen. Da brauchen wir jetzt nicht noch extra Pause machen. Mein Teeport ist groß genug. Geht so ein halber Liter fast rein. Der reicht bis Graz. Was ist das da? Baustelle, okay. Wieder Baustelle? Oh ja. Müsste man so langsam mal zusehen, dass man sich einen LKW kauft, der ein bisschen mehr Last ziehen kann. Oder ein bisschen Motortuning betreiben. Dass wir auch mal Schwerlast fahren können. Oder mal schwere Lasten überhaupt. Ich sag mal mit was hatte ich letztes Mal drin? 20 Tonnen oder so? Das ist ja schon grenzwertig mit dem Motor. Keep right and then turn right. Dass ich so zackig lenke, das liegt einfach daran, dass mein turn right. Lenkrad Schrott ist. Oder Schrott nicht, sondern uralt ist. Keep right and then uraltes turn right. Logitech. Never mind. I'll find a new route. Oh, ach, das war hier. Verdammt. Okay. Ach, ich dachte, das geht. Ah. Entschuldigung. Er findet eine New Route. Mein Lenkrad ist ein bisschen. Also ich habe auch schon eine riesen Dead Zone eingestellt in der Mitte, das sieht man auch hier. Weil sonst, ja. Also feinfühlig abbiegen ist mit dem nicht. Aber vernünftiges Lenkrad kostet auch mal 200 Euro, ne? Keep right and then turn right. Die habe ich jetzt auch nicht mal eben so nur für aus Jux und Dollerei mal eben. Turn right. Ah, blöder Bellmann. Bloß nicht den LKW vorlassen. Achso, das sah man jetzt wieder nicht, ne? Ich hab's im Spiegel gesehen, dass er neben mir fuhr. Ich hab ja da, Spiegel. Sehe ich wieder auf dem dritten Bildschirm. Hier ist er wieder an. Bei Fallout ist er nicht an. Hier ist er wieder an. So. F5.
Das Gefühl, wenn man nicht manuell fährt, dass er dann auch schlechter schaltet, wenn man mit Tempomat fährt, gefühlt. Ich muss mir überlegen, ob ich einfach die von Hand schalten sollte. Aber das lohnt sich, glaube ich, erst bei Schwerlast. So, aber bei dem Kinderkram, den wir jetzt da hinten drauf haben, die paar Tonnen. Ich glaube, da lohnt es sich nicht. Guck mal, in Tschechien scheint auch alles beleuchtet zu sein. Das ist aber eine kurze Einfädelungsspur. Da kommt aber nichts. Ach, okay, es sind nur die Kreuze beleuchtet. Gut. Also die Autobahnkreuze. Gut. Was sagt der Tank? Tank sagt dreiviertel voll. Das eine Shell. 25 tschechische Kronen für einen Liter. Das ist, glaube ich, okay. Das kann ich nicht, mein Tschechien war es 12 Jahre her. 12? 13? 14? Keine Ahnung, das war in der Schule. Kursfahrt nach Prag. War schön. Shell war ein bisschen runtergekommen, aber war schön. Schöne Stadt. Billiges Bier. Damals zumindest. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich probiere jetzt mal was aus. Wahrscheinlich landen wir gleich im Graben. Ich mache mal die Dead Zone raus. Aus dem Lenkrad. Ne, das ist nicht Gameplay. Quatsch. Kontrolleinstellung. Da. Ich nehme mal bei dem Lenkrad die Reaktionsschwelle raus. So. Wir sehen, ob es jetzt ein bisschen feinfühliger geht. Es geht. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das fängt an zu zappeln. Weil halt, wenn man sich die Achse im Dings anguckt, ist halt... Oh Gott. Ja, das Lenkrad ist leider nicht gerade. Naja. Wenn man sich die Achse es kommt davon, wenn man mit dem Lenkrad rum experimentiert. Wenn man sich nämlich die Achse anguckt in der Systemsteuerung, ist die Achse krumm und schief. Verdammt. Hoffentlich war es nur der LKW. Nicht die Ladung. Die Ladung wäre ärgerlich. Ladung ist noch in Ordnung. Ist nur der LKW kaputt. Okay. Muss ich das Lenkrad eben schief halten, ist auch okay. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal wieder voll eingeschlagen habe, wenn ich irgendwo eine Kurve fahre oder so, dann geht das alles wieder. Was sagt denn die Achse? Achse sagt gerade, okay. Hui. Nee, Quatsch. Stimmt gar nicht. Das ist ein Kreuz, ne? Das ist kein Kreuz, das ist eine Dings. Oder? Nee, es ist nicht. Keep right. Ey, da war aber durchgezogene Linie da hinten, ne? Also bei mir ja auch schon, aber. Exit right. Wien. Wien klingt doch schon mal gut, ne? Wir wollten ja nach Österreich. Wie heißt Wien auf Tschechisch? Smoljno? Smoljmo?
Oder ist das eine Stadt Keep left. Tschechien noch? Bratislava. Hier ist jetzt auch Ladungssicherung vernünftig drauf, nicht so wie bei den ganzen Radladern und so. Ach so, das sah nur so aus, als wenn das auch in Österreich wäre. Smoshmo ist nicht in Keep Österreich. Left. Das Smoshmo? Smoshmo. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Kann kein Tschechisch. Oh, es wird hell. Ich glaube, die Katze ist frech. Schimpft hier mal mit der Katze. Also nicht mein Tee klaut. Ah, es geht aber doch besser wenn ich die Dead Zone rausnehme. Es geht erstaunlich gut. Ich hätte gedacht, also, ja gut, es geht hier, kommt nicht so auf Präzision an mit der Steuerung hier, ne? Behaupte mal, wenn ich da Dirt oder sowas mit versuchen würde mit dem Lenkrad, das kannst du vergessen. Aber hier, das geht echt gut. Außer, dass es manchmal halt gar nicht reagiert. Er ist halt alt, Dings bestimmt, ich weiß gar nicht wie alt, ich habe das Gebrauch gekauft für ein paar Euro. Das ist bestimmt schon 10, 15 Jahre alt, vermute ich mal. Ich weiß gar nicht, was das ist. Steht nicht mal ein Produktname drauf. Steht nur drauf, Logitech. Österreich? Österreich. Soll ich mir das Schild durchlesen? 100 auf Autobahn und 130. Und Neckermann-Werbung, oder? Ist doch Neckermann, ne? Darf man in Österreich. Ah, guck an, da ist hier 70 auf der Landstraße. Ist das generell oder ist nur hier 70? Ich weiß es nicht. Ah, die schönen Kreisverkehre sind auch schon in Österreich angekommen. Verdammt. At the roundabout. Take the second exit. The second exit? Ja, mir bleibt ja auch nicht viel anderes übrig. Wir können nicht exit nach Wilfersdorf oder Mistelbach fahren. Ich habe noch gar keine SK gesehen heute. Dann kommt bestimmt gleich wieder einer von vorne. Ist ja 20 nur moderne LKWs. Wo bleibt mein guter alter Lieblingsbands? Wagen? Ach ne. Ja, Hubschrauber. Steht einfach so hinten drauf. Keine Gurte, kein gar nichts. So. Autobahn. Ich glaube, es geht bergauf. Kann das eventuell sein? Ja, nur 380, 320 PS oder so. Auch noch ein 4x2 Fahrwerk. Für Schwerlast jetzt nicht unbedingt optimal. Aber was machen? Für mehr haben wir noch keine Kohle. Das ist gerade unser erster LKW. War teuer genug, hier das moderne Cockpit einzubauen. Keep left, okay. Ja, Graz wollten wir auch hin, ne? Arizona? Ach ne, A7. Graz, Arizona. Läuft. Achso, nach Wright können wir auch gar nicht. Alles klar. Hui, Geschwindigkeitsrausch. 86 km/h. Und gleich wieder runter unter 70. Naja. Ups. Oh Gott. Schnellfahren in Österreich teuer? Ich weiß das gar nicht. Wahrscheinlich teurer als in Deutschland, ne? Erster Aufenthalt in Wien. Okay. Schön. Schön dieses Wien. Lärmschutzwände. Was
heißt Left. Achso, das wird eine Abfahrt, war. Ja. Lärmschutzwände, Tunnel. Ah, hier geht's jetzt aus Wien auch so ein bisschen. Ah, hier kann man jetzt. Hier ist das Wien. Have a look at Wien! Da ist Wien. Und da ist Wien. Und da ist Wien. Überall ist Wien. Guck mal, ist Wien nicht schön? Ein Fluss. Ein Fluss. Straßen. Häuser. Schön. Das ist Wien. Grüne Dächer. Schön. Schön, schön, schön. Oh! Was für ein beautiful Sonnenuntergang. Okay, es war eine doofe Idee, während der Fahrt nach hinten zu gucken. Ich erinnere mich an diesen Ort. Ich glaube, in dem DLC bin ich hier mal, bin ich mal mit einer Lokomotive an dieser Brücke hängen geblieben. Weil die für diese Lokomotivfrachten, die du hier teilweise fahren kannst, das irgendwie nicht so richtig ausgerechnet hatten. Und dann bin ich mit 86 km/h mit der Lokomotive an der Brücke hängen geblieben. Klonk! 80% Schaden mit einem Schlag. Keep left. Jawohl. Aber ganz left brauche ich nicht, ne? Da geht's zur SCS. Stand das da gerade wirklich? Da stand doch gerade SCS dran, oder? SCS ist doch der Entwickler, ne? Ups, gewesen. Oh, ich fahre, als wenn ich besoffen wäre. Exit right. Das liegt hauptsächlich echt daran, dass das Lenkrad also schlagartig schnell reagiert, teilweise. Teilweise echt fein reagiert und manchmal reagiert es echt, als wenn du. Ja, als wenn du quasi einfach mal A voll rein. A drückst. Und eine Kurve fahren willst. Keep left. Yes, sir. Wir keepen left. Na, mal gucken gleich. Vielleicht kriege ich beim Rangieren, klappt das manchmal, wenn man es voll einschlägt. Dass sich dann, weil das Lenkrad jetzt halt schief steht, dass sich dann das Lenkrad wieder normalisiert. Manchmal klappt das. Sieht schon cool aus da hinten. Die Sonne. Ah, das sieht schon geil aus. Das hat was. Die Lichteffekte da. Herrlich. In der Leitplanke fahren sieht nicht ganz so geil aus, aber. Sag ich doch. Ja, man dreht halt instinktiv das Lenkrad immer wieder gerade und da, was mein Lenkrad gerade schief steht. Das ist ein bisschen doof. Ein bisschen Geld über hat, kann mir eins schenken. Schon mal überlegt, mir eins selber zu bauen. Ich habe noch ein Sport oder nur ein Multifunktionslenkrad von meinem alten Auto hier liegen. Da dann in den Poti rein, bisschen Übersetzung dran. Müsste ja eigentlich gehen, aber. Und es liegt natürlich schon cool in der Hand, weil das halt ein richtig gutes Lenkrad ist, schönes Lederlenkrad. Oder wüsste ich wieder nicht, wie ich die Befestigung machen soll. Ich will es ja nicht permanent vor mir haben. Mein Joystick ist was anderes, die stehen neben mir. Die sind nicht im Weg, wenn du normal am Rechner arbeitest. Wo ist ein Lenkrad? Ist doch schön hier, oder? Ich glaube, es reagiert nach rechts auch schlechter als nach links. Nach links kann ich ganz fein lenken. Nach rechts da. Ja, weil ich da über die Nullzone weg muss. Die ja im Moment nicht existent ist. Beziehungsweise die ja eigentlich schon nach rechts lenken soll.
Bremsen die alle? Es gibt doch Bremslichter. Siehste, wusste ich doch. Schön Retarder reinknallen. Go straight. Okay. Going straight. So Mädels, Feuer. Wir wollen Schienen abliefern nach Graz. Nicht Schienen, Räder. Wir nähern uns der Sache, wa? Ja. Sehr schön. Na, Mr. Navi? Rechts halten? Ich gehe mal auf die rechte Spur rüber. Die Vermutung habe, dass er gleich Keep Right sagen wird. Keep Right. So. And then turn right. Er hat allerdings das, die Navi-Stimme hat es nicht so ganz raus, was jetzt ein Exit ist oder was eine Ausfahrt right. darstellen soll. Und was nur eine, wo man abbiegt, eine ganz normale Kreuzung ist. Weil er sagt dann, teilweise sagt er nämlich Exit Left, Exit Right und manchmal sagt er einfach Turn Right. Aber es könnte eventuell daran liegen, dass die Straßen nicht mehr so ganz Standard sind. Store Enso, die machen Papier. Graz, sehr schön. Bremsen, so. Mal wieder auf nahen Sicht schalten. So, jetzt müssen wir mal ausprobieren hier. Zack. Ne. Da muss ich mal mit schiefem Lenkrad fahren. Nee. Oh, verdammt, das kostet wieder Strafe. Ah, hat keiner gesehen. Gut. Ein gutes Vorbild. So. Denkt da oben alles. Soll das eine Stromleitung für einen Oberleitungsbus darstellen oder so? Scheint so, ne? Oder? Sieht aus, ja, das sind
Das sieht aus, als wenn das Leitung für den Oberleitungsbus darstellen soll. Zumindest da vorne ist auch so ein. Sieht das auch aus wie eine Abzweigung? Gerade zum Oberleitungsbus? Könnte sein. Ja, wobei es jetzt nicht wirklich überzeugend aussieht, aber warum sollte man sonst die ganze Straße mit Leinen überspannen, wenn schon keine Lampen dranhängen? Keep right and then turn right. Mhm. Weil da ist TNT, da sollen die Schienen, die Achsen hin. Guck, er fährt die Fässer weiter, die wir vorhin gefahren haben. Oder heute Morgen. So, wo soll der Mist hin? Da. Kind of on time. Ah, das ist ja die geilste Lücke überhaupt. Kriegen wir auch hin. Schön zwischen Trailer und Rampe drücken. So. Das war die Lieferung von Schienen. Von Wagen. Von Achsen. Sehr schön. Ausgezeichnet. Guck mal, 36 Minuten gefahren. 157 Liter verheizt. Nächster Level. Cool. Krieg ich wieder Punkte? Nee, wa? So, das war unsere kleine Tour für die Eisenbahn. Einmal Achsen nach Graz. Können die österreichische Bundesbahn jetzt wieder vernünftig fahren. Hervorragend. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Folgt mir gerne auf Twitch, wenn ihr da Lust zu habt. Ich streame ja auch viele, viele, viele andere Dinge. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal in Österreich.